Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Infected. Heute in der Folge werden wir mal uns darum kümmern, die Stacheln da fertig zu bauen. Unsere Kürbisse, oder besser gesagt, unsere Pflanzen sind auch soweit fertig. Und wir müssen, oder besser gesagt, ich habe halt was angefangen. Hier noch ein Eisenbahnregal. Ich dachte mir, weil ich habe jetzt mal die Schmiede soweit gefüllt. Wir werden da so viel rausbekommen. Oder Eisenbahnen sind sogar schon fertig. Die sollten wir natürlich dann auch irgendwie verarbeiten können. Somit holen wir uns jetzt erstmal Holz, damit wir da weiterkommen. Habe ich nicht. Ne, genau, da. Habe jetzt drei oder viermal auf der gleichen Taste gehauen. So, Holz ernten. Auf jeden Fall, unsere Besucher werden immer mehr. Müssen wir mal drauf aufpassen, dass wir nicht draußen sind, wenn die denn da so. Oder wenn wir gerade was am Machen sind, dass sie uns nicht überraschen. Ja. Liegt wohl dran, dass wir immer näher. Ah, ne. Tag 11 haben wir. Okay. Ja, könnte natürlich auch sein, dass ab so und so vielen Tagen dann das erst anfängt. Glaube ich, hatte ich so eingestellt. Und dann alle bla 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 Tage kommen dann immer wieder neue. Oder besser gesagt, kommen dann Horden. So ein bisschen 7 Days mäßig. Vom Gefühl. Naja, soll uns ja jetzt nicht so krass belasten. Wir machen jetzt hier mal eben die Tür zu. Wir müssen ja Bretter machen. Und währenddessen könnten die auch kommen. Mir ist übrigens aufgefallen, dass sie immer wieder hier hinten dann stehen und nichts machen. Ist das normal? Oder ist einfach das durch dem Wasser geschehen, dass sie dadurch halt nicht abhauen können? Das würde mich mal interessieren. Ziemlich viel Holz jetzt am Durchsägen. Natürlich habe ich auch keinen Platz in Inventar, ne? Ein Stock. Ein Stock, der verhindert, dass ich Sachen in Inventar nehmen kann. Naja, den Stock können wir ja mal eben. Jetzt, wo ich rausgehe. Da geht den drauf. Da können wir ja hier schon mal reinmachen. Erste Falle fertig. 4 Stöcker für die nächste. Hat er halt Scheite schon mal reingelegt. Ist, glaube ich, für euch auch ein bisschen angenehmer, wenn halt ein bisschen das schon mal fertig ist. Und 2, 3. So. Das läuft ja. Kommen wir mal wieder auf M. So. Der Aspekt, dass ich halt die Sachen immer wieder rausnehmen kann. Oder besser gesagt bewegen kann, finde ich halt sehr, sehr gut. Wir haben hier noch Eisenerz. Hatten wir hier noch, genau. So, und dann nehmen wir noch ein Aluminium.
damit wir die Sachen mal ein bisschen schmelzen. Machen wir ja auch mal Feuer an. So, dann können wir natürlich mal gucken. Kann man jetzt einfach hier oben drauf nochmal einen hinsetzen? Ach, unter Platzierbares war das. Ein Lager. Wir haben Eisenbahn. Bleibahn, Stahlbahn, Regal. Man kann die übereinander stapeln, das ist gut. Aluminium, Eisen. Dann haben wir ja noch auf jeden Fall jemanden, der was wieder da rumschreiben muss. Dann brauchen wir da auch wieder 10 Nägel. Das heißt, wir können eigentlich ein Bahn da schon wieder rausnehmen. Können daraus Nägel herstellen. Dann brauchen wir auch Bretter. Wo steht denn unser schreiender Freund? Da. Ja gut, wenn die halt so stehen bleiben, dann sind die auch keine Gefahr, ne? Ich dachte mir mal so, dass wir hier ringsrum einmal die Fallen bauen. Ich habe nämlich nicht so Interesse dran, dass sie uns überraschen irgendwann mal. So, noch einmal. Dann haben wir 6 schon mal wieder hier liegen. Dann brauchen wir nur noch zweimal. Uns mal eben holen. Dann hätten wir auch das mit einem Aluminium fertig. Vorher werden wir auf jeden Fall gleich nochmal Besuch bekommen, denke ich. So. Also kann man die auch nach oben bringen. Machen wir mal eben hier zu. Wir machen alle drei einmal durch. Schöner ist, die Barren sind fertig. Wir können gleich mal eben das Wasser da, das Feuer dann gleich löschen. Weil wir haben ja nicht wirklich wieder Sachen, womit wir das herstellen können. Und ich habe immer das Glück, dass ich den falsch rum hinstelle. Weiß nicht warum. So, jetzt kann ich mich mal ein bisschen drehen, damit das auch schön übereinander steht. Die bleiben ja so stehen. Maximal, wenn wir halt noch mal umbauen wollen. Ja, kann man so machen. Aluminium, Eisen. Dann haben wir eigentlich ja noch Kupfer. Worum wir uns noch kümmern müssen. Und Blei. Aber erstmal machen wir hier wieder Wasser aus. Wasser aus und Feuer an, ne? So, also Wasser aus mit Feuer an. So, Aluminium abgelegt, Eisen ablegen. 15, 15, 20 Eisenbahnen passen da rein.
Das ist ordentlich. Ach, übrigens, der Teddy hier ist despawned. Der andere lebt noch oder liegt noch hier. Gut zu wissen. Das haben wir soweit. Könnten noch eine Kiste mal bauen. Wir müssen unbedingt ein bisschen was an Lagersystem halt machen. So wie wir es jetzt haben, ist es zwar nicht schlecht, aber wir brauchen halt besseres Lagersystem dahinter. Wir brauchen immer 8 Bretter für eine. Wir brauchen eh Stöcker. Also sammeln wir Stöcker und nebenbei nehmen wir mal eben den Wagen mit. Macht halt Sinn, wenn wir halt Bretter mitholen wollen. Von der Energie her war ich aber gerade richtig runter. Wieso auch immer. So, einmal hier hin. Wir müssen uns auch bald eine neue Axt machen. So, Holz. Los, Holz. Werde zum Baum. Nein, ich meine natürlich, los, Baum, werde fertig. So, die beiden noch. Und zack, voll ist der Wagen. So schnell geht das. Können wir eigentlich mal eben den Wagen wieder zurückbringen? Müssen dann auch noch ein paar Bäumchen fällen für Stöcker. Ob der Spielentwickler das wollte, dass man das machen kann? Auf jeden Fall, so wie es halt aussieht, sind wir auf jeden Fall ein bisschen sicher. So, noch 2 Stück halt. Schneiden. Vielleicht sollten wir uns auch noch eine zweite davon machen. So, unser Inventar natürlich wieder voll. Wir haben 3 Stöcker, die legen wir ab. Hier rein. Nächsten fertig. Sonst haben wir keinen mehr. Nee. Aber die Fallen werden auch fertig. So. Einmal hier rein. Kiste fertig. Da packe ich jetzt erstmal Sachen rein. Wir müssen, wenn wir halt genügend Kisten haben, mal ein bisschen aufs Lagern oder besser gesagt ein Lagersystem fertig machen. Ein vernünftiges, wo wir dann sagen, da kommt das rein, da kommt das rein, da kommt das rein. Sortieren wir alles. Fertig. Aber noch haben wir ja nicht einmal das fertig. Wegen Gewächshaus müssen wir auch noch gucken. Ich möchte halt über den Winter ein Gewächshaus haben. Und für ein Gewächshaus müssen wir. Platzierbares war das, glaube ich. Da. Dafür brauchen wir 30 Glas, 8-mal Kupferbahn. Und ich hatte hier mal geguckt, hier könnte man Kupfer abbauen. Dafür brauchen wir 8 Bretter, 8 Nägel, 18 Eisenbahn. Also müssen wir ein bisschen Sand sammeln. Sand. Ja, Sand auch. Steine. Müssen halt Steine sammeln gehen.
damit wir das auch alles halt verarbeiten können. Pack jetzt die einmal hier durch. Nimm auch immer hier die raus. Also die beiden. Einmal Kupfer haben wir ja schon mal. Wir brauchen schon aber noch ein bisschen mehr. Jetzt noch einmal. Feuer an. Die Bahn, die können wir ja einfach hier mal reinlegen. Sollte eigentlich kein Problem sein. So. Ich nehme die Kiste und dann gehen wir mal spazieren. Wo ist die Kiste hin? Pack die nochmal raus, dann machen wir hier nochmal einen rein. Dann gehen wir mal eben los. Bisschen Steine sammeln. Werden eh gleich wieder Besuch bekommen, denke ich mal. Heißt nicht gesagt. Moin. Der hat aber schnell eine Meinung über mich. Sieht gleich hingelegt. Ja, die kommen halt immer wieder. Aber die sind jetzt nicht so extrem, muss ich sagen. Wenn sie krabbeln, sind sie am schlimmsten. So, alles schön einsammeln. Das da reinparken. Das gehört natürlich auch alles zum Spiel dazu. Das Farmen. Einmal alles ablagern. Ah ne, das ist nicht das, was ich will. Da müsste es sein. Stein. Ja, zwischenzeitlich bekommt man ja sonst hier Lehm aus einigen Steinen. Das benötige ich jetzt gerade nicht unbedingt. Klar, es ist halt nice, die mitzunehmen. Aber ich benötige es gerade nicht. Haben wir eine Gurkenpflanze? So. Einmal hier lang. Der könnte nochmal Stein geben. Könnte aber auch Lehm sein. Nee, er ist Stein. Kommen wir mal auf M. Weil ich gar nicht auf M kommen möchte. Ah ja. Wir haben Steine. Das zählt. Einmal ablegen hier. Ja, man kann halt daraus jetzt schon mal wieder zwei Eisenbahnen machen. Aber ich dachte erstmal die Steine loswerden.
Glaub, wenn ich jetzt hier Sand reinpacke. Okay, ich glaube, das müssen es mehr als 6 Sand sein. Müssen wir uns mal angucken. Aber wir haben hier noch Aluminiumerz, was wir noch verschmelzen können. Wir haben auch noch Sand. Ja, ich glaube 10 Sand und dann kannst du dir ein Glas draus machen. Und zweimal Glas schon da. Was braucht man für das Gla Gewächshaus? Ach, wir brauchen da ja nur 30 mal Glas, ne? Also, das wird ja ganz entspannt. Ah, aber ich, wenn ich das richtig hier lese, kommen hier auch Steine raus. Also, sollte kein Problem sein. Werden da halt öfters mal hin und her laufen müssen dann. Was braucht das eigentlich zum Extrahieren? Braucht das einfach nur da stehen oder muss man da irgendwie Holz oder so reinmachen? Werden wir sehen. Glaube, da hat wieder jemand Durst. Ach, guck. Nächste Kiste fertig. Wir sind halt schon effektiv. So, einmal getrocknetes Fleisch. Und wir werfen auch gleich mal unseren Wasservorrat einmal hoch und machen einmal Feuer an. Okay. Erstmal trinken wir uns einmal voll. Ist doch gleich schon besser. Natürlich ein Problem, dass wir eventuell zu wenig Wasser gerade haben. Vom Herstellen her, ich würde halt noch ein paar von den kleinen Anbauflächen hier mehr bauen. So dass wir halt von jedem zwei haben. Dass wir immer was zu essen haben. Im Allgemeinen bin ich, glaube ich, auch ziemlich gut mit Essensversorgung schon dran. Nachteil ist halt für den Winter, ich denke nicht, dass das reichen wird. Jetzt einmal so machen, mit die alle einmal zusammen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Achso, ich hätte nur drei. Gar nicht dran gedacht. Den vom Bogen kann man nicht so aufheben. Bei Green Hell hätte man das jetzt einfach so nehmen können. Das haben wir ja gestern gestreamt. Macht auch Spaß und Laune. So. Mal gleich mal hier. So, Wasser. Sieht's da aus? Müsste eigentlich gleich fertig sein, denke ich. Ja. Einmal ausmachen.
Ja, von den Kreischen her wisst ihr schon, wir haben Besuch. Irgendwo werden die sein. Guck. Da ist er doch. Bin mal gespannt, wenn die halt hier in die Spikes reinrennen. Was halt mit denen passiert. Wir müssen uns eine neue Axt machen gleich. Die hält nicht mehr lange aus. Naja, aber Speer. Der wollte mich auf jeden Fall schrecken, würde ich sagen. Kann man das Feuerholz? Jawohl. Dann kommen wir ja eigentlich damit schon zurecht. Die Fallen, die werden ja schnell gebaut. Super. Ich habe hier noch Feuerholz im Inventar, die werfe ich jetzt raus. Damit wir die auch ernten können. Haben wir genügend Stöcke eigentlich? Haben wieder eins aufgesammelt. Vielleicht können wir sie nicht mehr aufsammeln. Weil wir sie einfach jetzt ernten werden. Bei unserem Glück kommt gleich wieder ein Teddybär. So, das ist fertig. Der fertig. Hier müssen wir noch Scheite hinbringen. Das sollte auch kein Problem sein. Haben wir jetzt ganz viele Stöcker. Sammeln die mal eben ein bisschen auf. Kann man doch effektiver hinlegen. So. Hier so. Zack. Ja, den Rindenmulch wollte ich eh nicht. Weil man hätte jetzt so machen können. Hätte man den Rindenmulch auch noch mitnehmen können. Den werfen wir gleich ins Feuer. Mit den Katana kann ich hier irgendwas Besonderes machen. Bäume fällen oder so. Können wir hier mal eben testen. Nein. Kann man nicht. Na gut, dann ist das Katana eigentlich ziemlich sinnlos. Also von der Reichweite her, ich möchte eher weiter weg sein von den Gegnern. Zack, Falle fertig, Falle fertig, Falle fertig. Yay! Leute, wir haben es geschafft, in dieser Folge die Fallen fertig zu bekommen. Das ist doch was richtig Besonderes. Können wir eigentlich jetzt da drauf rumlaufen? Ja. Wir könnten rein theoretisch da drauf rumlaufen. Bedeutet im Endeffekt, später können wir uns das ja so einrichten, dass es uns nicht mehr nervt.
Gut, aber das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.